So, es geht schon weiter. Geht mal direkt auf Vollscreen, weil leider hat er automatisch weitergemacht. Da drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Nicht. Ja, sorry, der ist von selbst schon rübergegangen. Ich wollte Max eigentlich noch ein paar Mal ins Wasser schießen. Der ist dann einfach schon von selbst rübergelaufen. Deswegen bin ich jetzt hier drüben. Ich habe es aber hingekriegt mit den ganzen Krokodilen. Und wir können ihn noch ein paar Mal reinschmeißen. Hey, lass das! Whee! Nochmal, nochmal! So, machen wir die Tür auf, komm. Oh, Tür ist auf. Hey Sam! Da war doch 100 pro der Yeti drin. Wenn da schon Dank the Beast draufsteht. Ich habe noch ein bisschen Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe. Ich hab, ja, jetzt schreibt schon jemand, dass ich ja pausieren hätte können. Ja, habe ich völlig vergessen, Entschuldigung. In dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Also haben wir jetzt noch mehr Yeti-Haare. Steck mal ein. Rein damit. Aber erstmal machen wir die Tür auf. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwomp, Washington. Hm. Lass mich mal sehen. Schau. So schade, dass sie leer ist. Sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Oh. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Stecken wir ein. Haben wir irgendwas, was wir da reinmachen könnten oder so? Nö. Was hat hier gerade geknatscht? Haben wir alles mitgenommen. Toll haben wir das gemacht. Kein Problem. Wollen wir mit dem reden? Weil der müsste doch eigentlich... Mich interessiert nur, ob der jetzt den Conroy Bumpus getroffen hat. Weil, also, ich sehe nicht besonders viele Wege, zum Gator Golf zu kommen. Und so gut werden die Augen von dem Typen wohl auch sein, dass der den gesehen haben könnte. Oder auch nicht. Tschüssi! So. Ich will ehrlich gesagt erstmal nochmal zum Wolkenknoll, denn ich habe eine ganz famose Idee. Die Musik toppt auch alles, ne? Ey, das ist einfach mit so viel Liebe gemacht, dieses Spiel. Es stimmt einfach alles. So, und jetzt, ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, aber ich probiere es einfach mal, denn der hat gesagt, was. Ja! Ha! Ich bin ein verdammtes Genie-Profi-Superhirn. Oder auch nicht. Nun, das war überflüssig. Ja, wie aber die Steuererklärungen, die wir ab und zu im Briefkasten finden. Okay, was... Ah. Ah, haha. Den auch noch da dran. Yes. Wir sind so unsagbar klug. Nun, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Von wegen absoluter Knaller war das richtig gut. So, jetzt müssen wir mal, was ist denn das für ein Ring? Bestimmt ein Yeti-Ring. Ich sollte glücklich sein. Ach, das ist so ein Stimmungsring. Wofür der wohl mal gut ist? Aber wie bin ich darauf gekommen? Der hat doch gesagt, die Yetis haben das gebaut. Und ich hatte ehrlich gesagt auf was anderes gehofft. Ich dachte irgendwie, ein Hinweis für von den Yetis oder sonstiges. Klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. So, jetzt fahren wir zum nächsten Standort. Wir kommen rasant voran. Noch gab es kein längeres Hängenbleiben. Hoffen wir, dass es so bleibt. Sam,
Sam, an diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Oh, die Musik ist echt... Ja, wer weiß schon, warum diese leblosen Gegenstände diese infernale Polka tanzen? Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, sie werden von Riesenmagneten unter der Erdkruste kontrolliert. Du bist ein ignoranter Wicht, Max. Mein Gott, ein besessenes Plumpsklo. Das wäre nicht passiert, wenn sie fest installierte Toiletten gehabt hätten. Hm? Oh, warte. Nee, ich habe eine sehr gute Idee. Oh, nee, schade. Ich dachte, vielleicht können wir die da drüber halten und dann wird die voll gemacht. Ach, daran erinnere ich mich grob, an dieses Haus. Puiuiuiui. Da passe ich niemals durch. Hä? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich werde immer größer. Aber schnell. Da passe ich niemals durch. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Da passe ich niemals durch. Da passe ich niemals durch. Okay, so wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Oh Gott, dieses Haus. Ich werd verrückt. Kann ich da wenigstens rein? Ich komme nicht an die Tür. Oh Gott, das Haus ist ja die Hölle. Ich bin so klein. Jetzt bin ich wieder groß, wieder klein. Nein. Ich komme nicht an die Türklinke. Bestimmt kann man mit dem Spiegel doch irgendwas machen. Das ist bestimmt so einer, der ihn groß und klein macht. Ah, okay. Komme ich aus der Pfütze da wieder raus, oder was? Na, nee. Ich sagte doch, dass dieser Platz von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert würde. Pure Vermutung. Nehmen wir mal aus, die Magneten. Okay, und jetzt? Ist hier noch mehr? Ach, wir gehen da mal wieder raus. Wir haben jetzt erstmal beide angemacht. So, und nu? Was habe ich jetzt getan? Ändert sich jetzt was an meinem kleinen und Großwerden hier? Nö. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal draußen gucken. Das ist doch bestimmt irgendwas draußen zu tun. Das kann ich nicht aufheben. Hat sich überhaupt nichts geändert. Was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Kann man da die Treppe hochgehen? Ach, da dreht sich ja die Treppe. Man kann da nicht hochgehen. Und wenn nur hoch und wieder runter? Oder? Man kann doch hinten durch den Vorhang wenigstens, hoffentlich. Sonst durchschaue ich hier gar nichts mehr. Also ich muss zugeben... Higgs! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich das übergeben. Yeti habe. Druntergeben. Was auch immer. Die
krallen wir uns mal prompt. Oh, Entschuldigung. Auch ein bisschen ein längerer Tag für mich jetzt schon. Reden wir mal mit der Dame. Auch muss ich ja noch. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ach, das war. Ist das nicht langweilig? Das war gerade falsch rumgeschrieben. Lustig. Es ist in Ordnung, solange ich den Wunsch unterdrücke, mich fallen zu lassen oder zu springen. So, machen wir erstmal. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Yetis verschwunden. Dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm Spei übel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Ja, selbst hier wird der Wort schlecht. Kaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Die lügt doch. Ich fühle mich, als ob mein Sinn für die Realität gerade explodiert ist. Versuch, weniger Cholesterin zu dir zu nehmen. So, ich glaube, ich hau mal ab. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Ach, aber der geht ja wieder raus. Ich bin auch blöd. Ich habe ja keinen Pömpel. Wow, die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Aber mir fehlt ja ein Stöpsel oder habe ich irgendwas, mit was ich das verstopfen kann? Diese Dinge kann... Blöd. Blöd. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja noch den Pömpel brauche. Den finden wir aber auch noch. Ich glaube, ich muss noch mal in den lustigen Keller gehen. Ja, sorry, dass ich heute nicht so viel, super viel Action mache wie manch ander Mal, aber ich finde das auch normal, wenn man ein bisschen point and chick. Sonst habe ich ja Sophia, die ist immer für die Action und den Spaß zuständig. Ich rätsel auch jetzt gerade lieber rum. So, mir ist nämlich was aufgefallen. Ich will aber, meine Theorie ist vielleicht dumm, deswegen sage ich sie nicht, bevor ich... Machen wir mal so, zack. So, und jetzt gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir nur den blauen angelassen. So. Die Tür war doch blau hier links. Nee, wo ist denn die blaue Tür hin? Da war auch keine blaue Tür. Ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal in die Tür nochmal zu gehen. Und wenn nicht, müssen wir mit dem anderen Licht arbeiten. Irgendwie dachte ich, die Tür wäre blau gewesen. Zu groß wieder, ne? Da passe ich niemals durch. Da passe ich niemals durch. Zu klein. Nein. Ich glaube, das habe ich nicht richtig gemacht. Ich komme nicht an. Da müssen wir nochmal den Spiegel nehmen. Irgendwas habe ich noch nicht richtig verstanden.
Machen wir den nochmal aus. Den wieder an. Geh mal da nochmal hin und geh mal die rote Tür. So, denn da war definitiv eine rote Tür. Ha, das sieht doch gut aus. Ha, ha, ha. Ah, ich mutiere zu einer denkfähigen Kugel. Lass uns schnellstmöglich verschwinden, bevor wir unsere leiblichen Körper für immer verlieren. Wie? Das war's jetzt? Da passe ich niemals durch. Verstehe ich nicht. Ich gehe nochmal in den Keller, da ich glaube, dass es auf die Türen jetzt überhaupt keinen Einfluss hat, oder? Nee. Nee, wir gehen nochmal dahin. Okay, ich habe gerade was im Chat gelesen, was ich wahrscheinlich nicht gerafft habe. Weil ich mich, als ich reinkam, gefragt habe in dem Raum, ob das so ist, aber ich war mir nicht sicher. Nämlich, dass man hier noch weitergehen kann. Das sieht ja auch ein bisschen so aus. Ja, sehr gut. Dankeschön, dankeschön. So, dann probieren wir mal den aus. Das kann ich nicht aufheben. So, gelb. Frage, machen wir den roten jetzt wieder aus? Ja, machen wir einfach erstmal. Wahrscheinlich einfach ein bisschen rumprobieren jetzt. So, zack. Bezüglich dem Gewinnspiel, fragt gerade jemand. Na gut, dann können wir es ja jetzt machen. Ich habe hier so einen Zettel bekommen. Und zwar soll ich nochmal an Weekly Winners erinnern. Die Frage war, wer ist nach Gregors Interpretation betrunken ein schlechter Geschichtenerzähler? Und dann soll ich das Lösungswort Gewinnspiel an gewinnspiel@rocketbeans.tv. Einfach mit dem Betreff Weekly Winners 5 und dann das Lösungswort an gewinnspiel@rocketbeans.tv. Dann wählen wir jemanden aus, ihr kriegt eine Antwortmail und da steht dann drin, dass ihr gewonnen habt. Das wäre toll. So, was hat die Regie gerade gesagt? Werbung? Nö. Stimmt nicht. Ach so. So, jetzt die Tür müsste es doch sein, oder? Die ist doch gelb. Oder braun. Bräunlich-gelb. Nee, ist nicht die richtige. Hä? Ah, okay. Ich hab eine Idee, was man machen muss. Bin auch blöd. So, es gibt eine weiße, eine braune und eine lilane Tür. Muss wahrscheinlich ein bisschen mit den Farben rumkombinieren. So, machen wir das nochmal an. Mal gucken, was dann rauskommt. Grün. Eine grüne Tür gab es nicht. Soll das braun sein? Weiß man auch nicht, ne? Ich probiere es erstmal. Ocker soll das sein. Na gut, wir gehen jetzt erstmal hin und dann schauen wir mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Juhu! Ui. Oh, Sam braucht ein bisschen. Gott, ist das schön. Kann man sich auch richtig Inspiration holen, ne? Das ist aber mal außergewöhnlich hier drin. Außergewöhnlich. Aber langweilig. Hey, allwissende Billardkugel. Werden Max und ich ewig zusammen sein?
Das ist sehr nett von dir, Sam, aber frag sie lieber etwas Wichtiges wie, wann bekommen wir unsere nächste Mahlzeit? Werden wir hier diese sinnlose Rätsel lösen? Ja. Oh, schön. Das muntert mich auf, dass wir es noch hinkriegen. So, ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich habe es jetzt durchschaut. Wahrscheinlich muss ich jetzt einfach nur alle anmachen. Das zählt dann als das weiße Licht. Dann kann ich in die große weiße Tür gehen. Klonk. Los. Verhält euch mal! Das dauert alles, ne? Oh, erzählt jemand, dass er gerade Döner hat. Ich habe auch so Hunger. Aber ich habe um 5 habe ich einen Friseurtermin. Vielleicht schaffe ich es vorher noch was zu essen. Ich bin den ganzen Tag bis jetzt nur in irgendwelchen Meetings. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Oh. Ich glaube nicht, dass sie das machen können. Ach Mann. Wie komme ich denn in die Tür? Eigentlich müsste doch... Ich hatte doch schon beide an. Ich komme nicht an die Türklinke. Müssen wir wohl noch mal schauen unten, wie wir das violette Licht hinkriegen. Oh Gott, alle essen so viel. Ich hab so Hunger. Oh Gott. Was soll ich denn nachher essen? Oh nein, ich sollte echt eigentlich nicht drüber nachdenken. Ich bin so hungrig. Probieren wir mal den. Eigentlich müsste er ohne den gelben, müsste es ja richtig sein. Ne, das war ja Ocker. So. Das war gelb. Grün. Weil wir keine grüne Tür hatten. Das ist doch violett. So. Oh, ich hätte echt nicht drüber nachdenken sollen. Habe ich mir nicht irgendwo ein Wasser mitgebracht? Kann ich wenigstens was trinken, während ich noch Hunger habe? Oh, aber ich hole mir gleich was. Haut schon hin. Ja, klappt doch. Hä, ich dachte, ich hätte eben schon die Tür versucht, als ich rot und blau... Sorry, deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht die ganze Zeit. Oh, endlich mal was. Ach, der Maulwurfmann! Wer seid ihr? Ich bin Sam. Er ist Max. Wir jagen Gesindel. Und wir sind äußerst erfolgreich. Das ist cool. Ich bin Shavul. Was wollt ihr von mir? Sam, sieh nur! Okay, ist platt, aber ich muss drüber lachen. Ich bin schwul. Das nenne ich mal eine anständige Wasserflasche. Ich bin schwul. Wir brauchen deine Hilfe. Hilfe ist mein zweiter Vorname. Oder was? Schaff Hilfe Uhl, oder was? Was weißt du über Bruno? Bruno der Yeti? Warum fragt das eigentlich jeder zuerst? Das mit Bruno und mir ist eine lange Geschichte. Ich fühlte mich schon immer mit Yetis verbunden. Mir geht das so mit Zuckerstangen. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an Bruno gedacht. Gib mir einen Augenblick, um mich mental mit ihm in Verbindung zu setzen. Wenn das sein muss... Wartet, ich empfange was. Ich sehe den Froschfelsen zwischen dem größten Baumstumpf der Welt und dem Plateau des ewigen sauren Regens. Wartet, Bruno ist in Schwierigkeiten. Es ist, als ob unzählige Stimmen in Pein schreien und mit einem Mal völlig verstummen. Es tut mir leid, aber ich bekomme kein klares Bild von Bruno. Die traurige Wahrheit ist die, dass ich unfähig bin, mich richtig zu konzentrieren, seit ich meinen Stimmungsring im größten Wollknäuel der Welt verlor. Wenn ich finde, wem erzählst du das, du? Stimmungsring haben wir doch schon längst dabei. Ist das dein Ring?
Cool, Mann. Habt ihr den Froschfelsen schon gefunden? Nein. Aber selbst wenn, wüsste ich nicht, wie uns das Bruno näher bringt. Den Froschfelsen zu finden ist erst der Anfang, Mann. Oh, ich kann meine Beine auch hochlegen hier. Wenn ihr Froschfelsen seid, braucht ihr 3 Haarbüsche. Haarbüsche? Haben wir doch auch schon längst. Ja, Mann. Jede Haarbüsche. Ihr wisst schon. Fell und so ein Kram. 3 davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen. Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet. Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmannpulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Gott, ist dieses Spiel gut, ne? Das ist für euch. Benetzt das auf dem Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. Nein! Ich will noch seinen Kram durchwühlen. Oh Mann, ich hab doch noch keinen Korken. Dann entweicht doch wieder mein Superzauberzeugs. Es ist ein niedliches Säckchen, gefüllt mit ekelerregenden und mysteriösen Flüssigkeiten. Die Beschreibung passt auf meinen verloren geglaubten Zwillingsbruder, Sam. Diese Dinge kann man nicht zusammen... Na gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben hier alles. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, den Korken, den finden wir bestimmt woanders. Oh, Werbung? Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Werbung. Danach schauen wir mal, ob ich einen Korken finde. Also, bis gleich, wenn wir auf der Suche nach dem heiligen Korken sind. Bis gleich.